Und auch heute gibt es mal wieder ein herzliches Hallo nach Hause. Schön, dass Sie bei uns sind und heute verspreche ich Ihnen richtig Frauenpower. Es geht um Selbstbewusstsein, es geht um, ja, wir wollen die Frauen stark machen. Und eine junge Frau ist zu uns ins Studio gekommen. Ich glaube, der ältere Zuschauer, der wird vielleicht zum allerersten Mal von Fabiola Junko hören. Der jüngere Zuschauer, der könnte dich schon des Öfteren gesehen haben. Du bist nämlich so etwas wie ein Instagram-Star, eine Influencerin, eine Bloggerin, aber nicht nur das, sondern man kann es natürlich schon fast erkennen, arbeitest auch noch als Model, hast aber in deinen jungen Jahren mit 21 ein Buch geschrieben und da geht es wirklich um Selbstbewusstsein. Du möchtest junge Frauen stärken. Warum das so ist, das wirst du uns heute noch im Laufe der Sendung erklären. Und es passt ganz gut zu zwei Damen, die keine 21 mehr sind, aber auch noch junge Frauen und denen es auch um die Weiblichkeit und um ja, Power bei den Frauen geht. Tatjana Heidemann und Angelina Easter sind zu uns gekommen von Stunning Femininity. Ein kleiner Zungenbrecher, bedeutet aber so etwas wie atemberaubend weiblich. Und auch die beiden möchten ganz gerne Frauen Mut machen, ein bisschen mehr ja, zu scheinen, ein bisschen mehr zu sein und sich nicht so sehr zu verstecken. Und ich freue mich über den Besuch von Andrea Meyer. Sie ist Viversum-Beraterin und wird uns heute ein bisschen was über ihre Arbeit erzählen. Wie man sie erreichen kann, auch das verraten wir Ihnen natürlich im Laufe der nächsten Stunde. Jetzt aber erstmal, Fabiola, man muss ganz ehrlich sagen, du hast heute schon für viel, viel Aufruhr in unserer Redaktion gesorgt. Denn unsere junge Kollegin Joanna, eigentlich kannst du auch mal ganz kurz mit zu uns kommen, die hat dich eingeladen, weil sie ist ein Riesenfan von dir. Ist natürlich deine Zielgruppe. Unsere Joanna ist 19 Jahre alt, ist ja, auf dem Weg, eine junge Frau zu werden, braucht vielleicht auch ein bisschen Unterstützung. Die steht total auf dich. Wie ist das für dich als 21-Jährige, wenn jemand wirklich vor dir steht und total aufgeregt ist? Das freut mich natürlich total. Also ich find's schön zu sehen, dass es einfach Anklang findet, was ich mache. Und es hat mich auch ganz arg gefreut, die Joanna heute kennenzulernen. Und ich bin natürlich auch sehr, sehr dankbar, dass ich hier heute in der Show sein darf. Wir sind sehr, sehr froh, denn man muss wirklich sagen, du hast eine sehr, sehr große Zielgruppe. Also heutzutage als junges Mädel knapp 60.000 Follower zu generieren, das ist schon eine ganz schöne Nummer. Wie geht das Ganze los? Wie ging das bei dir los, also dass du plötzlich so erfolgreich geworden bist? Also ich stand tatsächlich schon immer sehr, sehr gern vor der Kamera. Das hat bei mir schon im Kindesalter angefangen. Also ich wollte immer, dass meine Mama Fotos von mir macht. Wir haben immer kleine Shootings gemacht und wo ich mich immer verkleidet habe und so weiter. Also das kam schon ganz, ganz früh, dieses Interesse an den ganzen Foto- und Filmgeschichten. Und ich habe dann auch relativ früh begonnen mit dem Modeln. Da war ich 13 Jahre alt und ich habe dann eben die ganzen Inhalte dann immer auf sozialen Plattformen hochgeladen. Damals waren das Quick, Facebook war da noch viel, viel mehr. Und ab 2013 war das dann eben auch auf Instagram. Ja. Und so hat das Ganze dann gestartet. Und Instagram war eine lange Zeit eher so ein bisschen eine Nebensache und seit 2 Jahren ist es eben dann intensiv geworden. Es ist ja schon auch mutig, ne? Heutzutage so in die Öffentlichkeit zu gehen, als junges Mädel zu sagen, ich bin Model. Also gerade auch in einem Business, wo ja sehr viel Konkurrenzkampf ist, wo der eine dem anderen ja nichts gönnt. Bei Facebook habe ich immer dieses Gefühl, ja, da ist es auch wirklich schwieriger, da muss man auch mehr kämpfen. Bei Instagram herrscht so eine andere Sprache, da ist so ein netterer Ton, also da wird man nicht so sehr angefeindet. Ich gebe dir sehr recht damit, dass bei den beiden Plattformen auf jeden Fall ein großer Unterschied herrscht. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass man sich selbst nie 100% vor negativen Stimmen und Einflüssen schützen kann. Also auch ich bekomme negative Kommentare und auch ich bekomme irgendwie, ja, werde manchmal an die Front gestellt, sage ich mal. Aber da muss man einfach schauen, dass man sich so ein bisschen von differenziert und das nicht so ganz an sich ranlässt. Genau. Und auch ein starkes Selbstbewusstsein. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Ja. Hattest du das schon immer, dieses starke Selbstbewusstsein? Ich meine, du wolltest nicht. Ja schon immer irgendwie Fotos gemacht haben von deiner Mama und mit 13 dann zum Modeln zu beginnen. Das zeugt ja schon von einer Persönlichkeit. Ja, also es war so, dass ich damals natürlich noch mit so einem kindlicheren Kopf damit angefangen habe. Also für mich war das viel Spaß dabei. Ich hatte dann so meine ersten Jobs und es war alles so leicht und fröhlich. Und da hat sich dann aber für mich auch relativ schnell herausgestellt, dass das ein sehr hartes Business ist,
wo man auch schnell mit falschen Idealbildern konfrontiert wird, sage ich mal. Ich hatte mich dann auch relativ schnell in eine Essstörung reingestürzt, weil ich einfach mich ständig mit anderen verglichen habe. Ich habe ganz vielen anderen Models online gefolgt und habe einfach gesehen, okay, die sind irgendwie dünner als ich, haben mehr Aufträge. Und da hatte ich mich ganz schnell in ein falsches Bild gestürzt und das auch verfolgt. Ich wollte auch lange Zeit Schönheits-OPs machen und sowas, also was für mich heute unvorstellbar ist. Genau, bin ich auch. Vielen lieben Dank. Irgendwie etwas zu verändern. Ja, und genau, dadurch, dass ich das eben alles so selbst erlebt habe und mir damals einfach jemanden gewünscht hätte, der mich so an die Hand nimmt und für mich einfach wie so eine große Schwester agiert, dadurch ist auch ja, die Idee für den Ratgeber dann gekommen. Mhm. Ja. Der Ratgeber ist auch sehr erfolgreich. Das heißt, es gibt viele junge Mädels, die natürlich wirklich auch aufblicken, zu dir aufblicken und sagen, wow, du bist ein Vorbild. Mit 21 hast du ja wirklich auch schon ein Unternehmen quasi gegründet. Ja. Ja, ja. Kann man schon so sagen. Genau. Bist du selber auch sehr, sehr stolz auf das, was du erreicht hast? Also war das auch dein Ziel oder bist du auch irgendwo über Umwege plötzlich so erfolgreich geworden? Also ich glaube so, der Weg ist das Ziel tatsächlich. Ich bin noch nicht da, wo ich ankommen möchte und ich zweifle auch manchmal daran, dass es jemals so weit kommen wird, weil ich bin so ein Mensch, egal was ich erreiche, ich möchte mehr und ich will mehr Menschen erreichen und mehr Leuten helfen und ich glaube, das ist so ein ewiger Prozess, das zieht sich, mhm. Aber ich bin definitiv auf dem Weg, auf dem ich sein will. Heutzutage sich ja wirklich auch in den Social Medien so hervorzutun, das ist ja schwierig, ne? Also jeder kann ja eigentlich anfangen, ein Influencer zu werden, ein Instagram-Star zu werden, man muss ja schon auch irgendwie was Besonderes präsentieren, was Besonderes darstellen. Mhm. Das scheinst du ja zu tun. Also du sprichst sehr, sehr viele junge Menschen an und mit dem Buch, das man sich auch als E-Book quasi runterladen kann, ist es dir wirklich auch gelungen, also jungen Frauen ein bisschen Selbstwertgefühl zu geben. Was ist in dem Buch enthalten? Also das Buch deckt sozusagen drei Grundlagen ab, von denen ich der Meinung bin, dass es so die drei Grundlagen für ein wahres Selbstbewusstsein sind. Und zwar ist das Selbstakzeptanz, Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. Wenn man diese drei Komponenten eben verinnerlicht und stärkt, dann hat man Selbstbewusstsein, was nach außen strahlt. Und das sind eben die Dinge, die ich nach außen bringen möchte und wo ich auch immer sage, ja, es ist mir einfach sehr, sehr wichtig, positiven Mehrwert zu bieten. Jetzt nicht nur im Ratgeber, sondern auch auf meinen sozialen Plattformen. Ich finde, es ist auch dann immer ganz wichtig bei der Definition Influencer. Also to influence somebody heißt ja jemanden beeinflussen und da muss man sich selbst immer fragen, wen oder was beeinflusse ich denn und inwiefern tue ich das? Und mir persönlich ist es einfach wichtig, immer positiven Mehrwert zu bieten, weil ich finde, Negatives gibt es einfach auf der Welt schon genug. Warum bist du schon so schlau? Erfahrung. Ich habe sehr viele Erfahrungen gemacht, würde ich sagen. Also ich glaube, vieles kommt einfach durch Learning by Doing und auch mal durch schwierige Zeiten gehen, die durchstehen. Ja. Wahrscheinlich auch dein Umfeld, deine Eltern, die dich bestimmt auch geprägt haben, dich unterstützt haben, auch auf deinem Weg, weil das gehört natürlich auch dazu, ne? Dass man von oben oder von den Größeren, von dem Elternhaus nicht klein, sondern groß gemacht wird. Und ich denke, das hat auch viel mit deinem Buch zu tun. Wir quatschen gleich ein bisschen weiter, gucken uns natürlich auch nochmal deinen Instagram-Account an. Also sie können diesem jungen, echt schlauen Mädchen schon folgen und der auch wirklich vertrauen, die macht da richtig gute Dinge und freuen uns, wie gesagt, dass du bei uns bist und sie können sich jetzt freuen, denn 5 von deinen Büchern, die dürfen wir heute als E-Books verlosen. Genau. Allerdings muss man dazu sagen, es ist heute ein bisschen anders, unsere Verlosung, denn sie müssen quasi ihre E-Mail-Adresse angeben und dann wird dieses Buch quasi als PDF-Datei rübergeschickt. Ja? Genau. So habe ich das ganz gut erklärt. Genau, da kommt dann ein Download-Link und mit dem kann man eben das E-Book und das Bonusmaterial runterladen. Das Bonusmaterial ist dann noch so eine 14-Tage-Challenge, wo man einfach das gelernte Theoriewissen noch in die Praxis umsetzen kann und es somit sozusagen noch verstärkt und fördert. Genau. Und wenn Sie nicht wissen, wie es geht, das kann man an dieser Stelle ruhig sagen. Es gibt vielleicht den einen oder anderen, der sich damit noch nicht so gut auskennt. Fragen Sie Ihre Kinder oder Ihre Enkel, die helfen Ihnen dann mit Sicherheit auch weiter oder geben Sie deren E-Mail-Adresse ein. Sie können das Buch natürlich dann auch jemandem anderen natürlich auch zukommen lassen. Aber wichtig ist, wenn Sie heute mitmachen wollen, dann wirklich bei unserer Gewinnfrage erstmal mitmachen und Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen. Wir wollen heute wissen, Fabiola Junko, ist sie A, eine Influencerin oder B, eine... Du bist zu schlau. Was ist das?
Won Yoon Yoo Tae Jung Meisterin. Besser hätte ich es nicht machen können. was immer das auch sein mag, Sie können sich jetzt entscheiden zwischen A und B. Gibt es das wirklich? Ich glaube, es gibt es wirklich. Wir haben ja unseren Max, den hast du ja auch kennengelernt, der ist ja ein großer Asiaten-Fan und der würde uns nie irgendetwas das da darf er mir nachher erklären, da bin ich neugierig. Max, was ist es? Es ist mal wieder irgendein Kampfsport. Okay. Habe ich durchs Ohr bekommen. Damit gebe ich mich zufrieden. Ja. Sie machen mit bei unserer Verlosung. Bis 15 Uhr können Sie, wie gesagt, mitmachen. 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Mobil kann es auch etwas teurer werden. 18 Jahre sollten Sie sein. Alles nochmal nachzulesen unter www.astrotv.de. Aber ich habe den Umweg gerade über dich gemacht, weil ich ein bisschen beeindruckt bin von unserer Fabiola heute, ja, die mit 21 schon einen sehr, sehr reifen Geist hat. Absolut. Da ist man schon... Schon toll, ja. Finde ich auch ein tolles Mädel, ja. Ja, die kommt heute auch gestärkt und voller Selbstbewusstsein nach Hause, denn viele Komplimente, viele Komplimente bekommst du ja von uns. Es ist natürlich auch so, ne? Komplimente, die bauen auf, das heißt, man will groß gemacht werden und in deinem Buch, da möchtest du eben auch gerade jungen Frauen wahrscheinlich Komplimente machen, beziehungsweise sie ermuntern, ein bisschen mehr an sich zu denken. Ja. Zielgruppe haben wir angesprochen. Was ist deine Zielgruppe? Also Zielgruppe ist immer ein bisschen schwierig zu definieren. Ich finde, es kommt auch immer auf den Menschen an, individuell. Natürlich spreche ich eher Frauen an. Die meisten sind so, also statistisch gesehen, zwischen 18 und 24. Teilweise auch ein bisschen älter, teilweise auch ein bisschen jünger. Also so die ganz junge Zielgruppe spreche ich noch nicht an. So das Mittelmaß, würde ich sagen. Genau. Was wollen aber deine Follower von dir auch bekommen? Weil ich habe ja auch reingeschnuppert und muss schon auch sagen, das sind natürlich auch teilweise sehr freizügige Bilder, die man da sehen kann. Du machst auch kein Geheimnis über deine Beziehung. Das heißt, du hast ja auch schon seit längerem jetzt einen Partner an deiner Seite. Wie geht ihr beide auch damit um, dass ihr... ja, quasi schon auch ein bisschen öffentlicher seid. Ja, also ich nehme die Leute einfach mit in mein Leben. Und was ich zum Beispiel mache, was andere vielleicht ein bisschen weniger tun, ist auch mal so ein bisschen die andere Seite zu zeigen. Dass ich auch in meinen Stories auch mal von Dingen erzähle, die vielleicht nicht so glatt gelaufen sind. Ja? Und zum Beispiel gerade das Thema mit meinem Freund. Wir haben uns zum Beispiel in einer Zeit kennengelernt, wo man sagen würde, okay, hätten das andere vielleicht gar nicht probiert. Also er stand da kurz vor seiner Reise nach Australien und dann haben wir erst mal 3 Monate eine Fernbeziehung geführt, nachdem wir uns gerade erst kennengelernt hatten. Und auch diese Geschichte habe ich natürlich kommuniziert, um auch zu zeigen, hey, schaut mal Leute, das kann auch funktionieren, auch wenn Hürden dabei sind und natürlich nicht nur in Form der Beziehung, sondern auch im Leben. Also auch wenn einem Hürden gestellt werden, dann ist es noch wichtiger, diese zu umgehen und das Beste draus zu machen. Ich meine, du bist ja gesegnet. Du bist gesegnet mit irgendwie einem guten Aussehen, mit einer tollen Figur, mit schlauen Wörtern, mit einem guten Geist. Hast aber mit Sicherheit auch Follower, die vielleicht eben dem Ideal nicht entsprechen. Und trotzdem lassen die sich von dir begeistern. Was ist da dein Geheimnis? Ich finde, es geht darum, ein positives Lebensgefühl zu vermitteln. Also ich finde, man muss immer ein bisschen von sich selber ausgehen. Man möchte ja, oder ich persönlich, ich folge zum Beispiel nur Leuten, von denen ich auch einen positiven Mehrwert ziehen kann. Bei vielen Menschen fängt der Alltag einfach schon mit dem Handy morgens an. Also man hat den Wecker gestellt auf dem Handy, nimmt das Handy, das Erste, was man macht, man scrollt irgendwie durch Instagram. Und will man dann irgendwie Leute sehen, die einem gleich ein schlechtes Gefühl geben, das will doch eigentlich keiner. Und ich finde, also mir ist es einfach immer sehr, sehr wichtig, den Leuten direkt ein gutes Gefühl mitzugeben. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch so ein kleines Ritual, dass ich jeden Morgen erstmal einen positiven Quote in meine Story poste. Ja? Ich zeige nicht, oh hier, schaut mal, wie schön, was ich jetzt heute Morgen mache, sondern es fängt immer an mit einer positiven Affirmation für den Alltag. Und ich finde, das sind zum Beispiel so Dinge, die das ganz schön machen. Ja, und wo ist der Einschlag oder wo ist bei dir plötzlich dieser Gedanke der Spiritualität? Weil es klingt ja sehr spirituell, was du da gerade erzählst, eine Affirmation zu posten und zu sagen, ich möchte einfach mit guten Gedanken in den Tag steigen. Kriegst du mit, dass die junge Generation auch offen dem Thema gegenübersteht oder wirst du auch da manchmal ein bisschen veräppelt? Nee, eigentlich nicht. Also der Sache treten die meisten sehr, sehr offen gegenüber tatsächlich. Ja. Ist auch sehr schön. Das heißt, das gebe ich auch gern weiter. Leitsatz, ja? Ja, weil ich auch merke, dass das auch bei mir funktioniert. Klar.
Zum Beispiel letztens ein kleines Beispiel. Ich hatte mir eine Fotowand gemacht in meinem Büro mit so ein paar Motivationen für mich und hatte mir da ein Bild vom Hollywood-Sign aufgehängt, einfach weil ich dachte, oh Mann, ich würde so gern mal nach L.A. gehen. Und dann 3 Wochen später hat sich die Möglichkeit ergeben. Mhm. Und ja, wenn ich einfach merke, dass bei mir etwas funktioniert, dann gebe ich das auch gerne an andere weiter. Und deswegen habe ich das auch in meinem Ratgeber immer so gemacht, dass ich persönliche Erfahrungen aufgeschrieben habe und die dann nochmal in Tipps umgewandelt habe und sozusagen dann immer die einzelnen Teile entstanden sind. Ist wahrscheinlich auch ein Ratgeber, der jetzt nicht unbedingt nur für die jungen Mädels ist, sondern vielleicht auch wirklich für einen Elternteil mal ganz gut ist, zu lesen, mhm, um zu wissen, was geht eigentlich in euren Köpfen vor. Weil, definitiv, ja. Welche Empfindungen tragt ihr gerade in euch? Genau, weil das nämlich auch alles so sehr aktuelle Dinge sind, gerade wie mit Instagram, falsche Ideale, die man da so ein bisschen verfolgt manchmal. Also das Thema ist ja, wenn wir Leuten folgen auf Instagram, dann sehen wir immer nur oder oftmals nur den allerbesten Teil aus ihrem Leben. Also keiner würde jetzt eine Story machen, indem er irgendwie weint und zeigt, oh, schaut mal Leute, mir geht's gerade so schlecht. Das macht ja in der Regel keiner. Und dadurch entsteht bei uns selbst immer das Bild, oh Mann, bei allen läuft alles so rund und bei mir läuft irgendwie die ganze Zeit was schief. Was ist das nur? Und da kommt man ganz schnell in diese Selbstzweifel rein. Mhm. Und deswegen finde ich das mal toll, dass man das auch mal offen anspricht, dass es eben nicht so ist. Ich glaube, es ist ein schwieriges Thema, weil auf der anderen Seite denkt man ja auch, natürlich nutzt man diese Plattformen, um eben diese Fröhlichkeit, um andere, mhm, aufzumuntern. Genau. Also es ist ein sehr, sehr schwieriger, ja, Spagat, damit umzugehen, weil, ja, du kannst ja auch nicht nur depressive Sachen machen, sondern es muss eben die gesunde Mischung sein. Und genau, da hast du dir aber auch schon Gedanken gemacht. Ja. Dein Buch, um auf das nochmal zurückzukommen, gibt es das nur als E-Book oder hast du das auch schon mal vor, dass du es wirklich nochmal als richtiges Buch vielleicht mal in Auflage erscheinen, mhm, lassen willst? Also es war jetzt anfangs nur ein E-Book, da jetzt aber die Anfrage sehr, 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 sehr groß war nach gedruckten Büchern, wird das demnächst auch in Angriff genommen. Ja, mhm, so viel kann ich schon mal verraten. Also, man muss dir auf jeden Fall folgen, weil dann kann man ja wissen, wann es zum Beispiel auch die gedruckte Version gibt. Aber was zeigen die hier immer? Das ist, wie man es bestellen kann? Genau, oder genau. Das, ja, das, ne, ist die Webseite. Ach, okay. Das heißt, das ist die Webseite, wie Sie quasi an das Buch herankommen. Aber das Schöne ist ja, dass 5 unserer Zuschauer heute die Chance haben, auch wirklich dieses Buch zu gewinnen. Jetzt gehe ich erst nochmal rüber zu Fabiola Junko. Junko. Da lacht sie schon wieder. Ich glaube, das ganze Team hat sich heute schon ein bisschen in dich verliebt, meine Liebe. Ich freue mich immer so, wenn jemand meinen Namen richtig ausspricht. Ja, das hast du mir erzählt. Und meine Joanna, hoppala, da laufe ich mal wieder so richtig schön durchs Bild, aber egal. Meine Joanna hat mir auch gesagt, die heißt Fabiola Giunco. Und dann habe ich die ganze Zeit diesen Namen probiert und dann sagst du zu mir, nee, Junco. Genau. Ja, und ich denke mir, das ist ja viel einfacher. Liegt natürlich daran, dass ich Norditalienerin bin, aus München kommend. Ne? Deswegen das fließt natürlich das italienische Blut auch ein klein wenig durch mich hindurch. Dein Buch, das haben wir angesprochen. Es ist im Endeffekt wirklich auch etwas, was sich mittlerweile rumgesprochen hat, dass es wirklich eine Hilfestellung ist. Es ist aber nicht das Einzige, was du wahrscheinlich in der nächsten Zeit vorhast. Denn das Thema junge Frauen, das Thema Stärken, das Thema Selbstbewusstsein, das wird wahrscheinlich bei dir ja auch in der nächsten Zeit noch ein bisschen mehr werden, oder? Ja, ja. Ja, wie gesagt, also die Printversion ist jetzt erstmal geplant. Und dann habe ich noch ein paar andere Projekte. Also ich tue mir immer sehr schwer, mich auf eine Sache festzulegen, weil ich will immer so viel gleichzeitig machen. Und da ist es immer ein bisschen schwer, ja. Jetzt denke ich mir aber, es ist auch manchmal schwer, so in der Öffentlichkeit zu stehen als junger Mensch. Es ist ja für jeden heute quasi möglich, irgendwie plötzlich mal über Instagram eine Followerschaft zu gewinnen. Wobei, wie hat sich dein Leben dadurch verändert? Also hast du noch eine klassische Schulausbildung zu Ende gemacht? Also was passiert mit dir, wenn vielleicht irgendwann das Ganze mit Instagram nicht mehr ganz so funktioniert? Mhm. Also die Frage bekomme ich erstaunlich oft. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe keine Ausbildung und auch kein abgeschlossenes Studium. Ich schäme mich aber auch gar nicht dafür, das so zu sagen. Einfach weil ich meinen Weg gehe, so wie er kommt. Und ich finde, ich habe mir durch die Arbeit in dem Social-Media-Bereich ganz, ganz viel Wissen angeeignet,
was ich auch anderweitig verwerten kann. Ich habe zum Beispiel viel Wissen über Foto und Film. Also ich kann jederzeit, und was ich auch derzeit tue, für andere Kunden Werbematerial erstellen, also Fotofilm. Ich kann selber Webseiten bauen, Webseiten designen. Also ich habe so viel Wissen mir angeeignet durch diese Arbeit, dass ich keine Zweifel daran habe, auch in Zukunft viel, viel mehr daraus zu machen. Ist es denn überhaupt Arbeit? Es ist Leidenschaft, die ich zur Arbeit gemacht habe und gleichzeitig auch immer noch Leidenschaft ist natürlich. Genau. Klar. Aber es ist natürlich kein 5-to-1, kein 8-to-5-Job, sondern es ist natürlich schon auch ein Job, den du dir so ein bisschen einteilen kannst. Aber trotzdem gehört Disziplin wahrscheinlich dazu. Also selbstständig, selbst und ständig. Ich habe keinen 9-to-5-Job, ich habe manchmal einen 9-to-12-Job oder einen 9-to-9-Job. Also man würde es nicht denken, aber es gab tatsächlich Nächte, wo ich 15, 16 Stunden lang nur vor dem PC saß und irgendwas fertig gemacht habe. Also zum Beispiel auch mein Ratgeber, den habe ich komplett selbst geschrieben, ich habe ihn komplett selbst designt, ich habe die Webseite komplett allein gemacht und das ist halt wirklich ein ganz großes, ganzer großer Haufen Arbeit, was die wenigsten denken würden. Ja, ja, weil normalerweise denkt man sich immer, gehen wir mal kurz auf den Instagram-Account bitte schön, gucken wir uns den einmal ganz kurz an, weil da sieht man einfach irgendwie ein paar Fotos, die hochgeladen werden. Ja, die macht man ja so nebenbei hier in Malibu, oder in L.A., wo du vorhin gerade erzählt hast, genau, dass du gewesen bist. Ja, Urlaubsfotos, die lade ich halt hoch und das ist dein Job. Also das ist dieses Klischee, was man halt ganz oft denkt. Ja, ne? Aber wie viel Arbeit steckt da wirklich dahinter, dass dieser ganze Aufbau deiner Instagram-Seite auch wirklich so professionell ist? Also es ist natürlich auch immer von Foto zu Foto unterschiedlich, sage ich mal. Es kommt immer darauf an, habe ich irgendwie da einen Kunden, mit dem ich zusammenarbeite, ja, was soll rübergebracht werden. Natürlich, manche Bilder sind einfach aus einem spontanen Moment heraus entschieden, auch aus der entstanden, auch aus der Freizeit heraus. Andere wiederum sind wirklich komplett geplante Shootings, die stundenlang gedauert haben, wo man vieles ausprobieren musste, bis man mal zufrieden war. Und deswegen lässt sich das auch nicht so 100% pauschalisieren, sage ich mal. Naja, es ist verrückt, weil es ist natürlich nicht nur Instagram, was du machst, sondern du hast deinen Blog schon angesprochen. Da geht es eben auch um die Affirmationen. Das bedeutet um ja, das Umdenken. Und auch da arbeitest du viel dran. Das heißt, als Autorin bist du ja quasi dann auch tätig und da ja auch sehr kreativ am Machen. Ist es aber immer nur das eine Thema? Weil gerade so ein junges Mädel wie du mit Modeln und Klamotten, also da denkt man immer, das ist doch eigentlich das Hauptthema, was die jungen Menschen interessiert. Ich nehme immer das, was mich gerade umgibt und wo mir was dazu einfällt, also ganz spontan. So, ich hole jetzt mal meine Joanna noch mal ganz kurz dazu. Joanna, ja, trau dich und bring mir bitte mein Mikrofon mit, weil immerhin haben wir dir ja zu verdanken, dass Fabiola zu uns gekommen ist. Aber du... Komm, setz du dich da mal hin. Du bist ja wirklich Fan, ne? Also du hast sie wirklich irgendwann mal entdeckt. Jetzt muss ich auch mal fragen, wie entdeckt man denn überhaupt jemanden in diesen Millionen Instagram-Profilen, die es heutzutage gibt? Also ich bin halt irgendwann mal auf Suchen gegangen und dann stand sie da, aber habe ich mal ein Bild von ihr da gesehen und dann bin ich raufgegangen und ich fand es sehr interessant und dann bin ich auch auf ihr Profil gegangen, habe es mir angeguckt und dann bin ich direkt gefolgt. Und seitdem gucke ich mir auch jeden Tag ihre Bilder und Stories an. Und was bewegt dich so? Also was ist es, was bei Fabiola, weil du bist ja ein junges Mädchen und ich habe dich vor der Sendung auch gefragt, wie vielen folgst du denn so intensiv? Und du hast gesagt, nee, das ist schon meine, der ich am meisten irgendwie folge. Und dann ist es ja so schön, dass sie heute bei uns ist. Ja, ich freue mich auch sehr, dass sie hier ist. Und ich mag sie halt besonders, weil sie immer so offen ist und auch ein positiver Mensch, aber auch trotzdem ihre negativen Ereignisse mit ihren Followern halt teilt. Also genau das, was sie eigentlich selber vorhin schon auch erzählt hat. Hast du noch irgendwas, was dich interessiert? Also wo man sagt, ich meine, sitzt du ihr ja gegenüber. Und ich fand das wirklich sehr, sehr süß, weil es ist ungefähr so, wie wenn ich vor 10 Jahren Robbie Williams begegnet wäre. So ungefähr hat sich Joanna heute den ganzen Tag verhalten. Ja, ich weiß nicht, das Grinsen will mir auch nicht vom Gesicht weichen. Also. Aber gibt es noch irgendwas, was dich so interessiert, wo du sagst, oder wo was du ihr gerne noch mal so sagen möchtest? Eigentlich nicht wirklich, weil alles, was ich so wissen wollte, hat sie auch immer in ihren Storys dann irgendwann mal erzählt. Und
sie ist da wirklich sehr offen. Also wenn man etwas wissen möchte, dann erfährt man das auch recht schnell bei ihr. Aber wie gehst du zum Beispiel auch mit Kommentaren oder so um? Weil bei knapp 60.000, machen wir es mal so, bei knapp 60.000 Followern, da kriegst du ja sehr, sehr viel Post. Du kriegst ja sehr, sehr viel Kommentare. Wie geht man damit um? Ich meine, wenn du auf jeden reagieren würdest, dann würden 24 Stunden am Tag ja nicht reichen. Also ich versuche tatsächlich immer das meiste zu beantworten. Es ist nicht immer möglich und ich bin so ein Mensch, ich kriege dann auch immer ein total schlechtes Gewissen. Also ich würde am liebsten es immer allen so schön wie möglich machen und immer allen antworten. Es ist halt leider nicht immer möglich, aber ich bin da schon ziemlich hinterher. Also ich finde, es gehört auch irgendwie dazu. Ich meine, es ist ja auch eine Community. Man darf nie vergessen, dass echte Menschen hinter den Profilen stecken. Und ich meine, manchmal denkt man, okay, das ist ein Profilbild und eben so ein angelegtes Profil, aber man darf eben nie vergessen, dass es echte, reale Menschen dahinter sind und dass man da respektvoll mit umgehen muss und da auch sein Feedback geben muss und sowas. Und ich freue mich so sehr, dass unsere Joanna heute nicht enttäuscht ist, weil das kann ja auch passieren, dass man sagt, oh, ich bin da totaler Fan und dann lerne ich die kennen und dann denkt man sich, boah, die ist so arrogant, die ist so doof, die ist so, aber ich glaube, du bist ganz glücklich und ja. Die ist so stolz, weil du ihr jetzt auch folgst. Also das ist schon wirklich, also ich finde, das war sehr, sehr schön. Du kriegst auf jeden Fall noch einen Ratgeber. Das geschenkt. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, und das ist natürlich auch etwas, also du hast es wirklich auch bewiesen, dass du, egal ob das jetzt 60.000 junge Mädels sind, die alle ausflippen, wenn sie dich sehen, aber dass du trotzdem irgendwie so am Boden geblieben bist. Das ist eine neue Generation. Also wir hatten damals die großen Fernsehstars, da sind wir auch ausgeflippt, wenn wir sie gesehen haben. Heute ist es eben eine andere Generation. Jetzt sind es die Influencer, die Instagram-Stars. Aber bleib so, wie du bist. Komm wieder vorbei. Sehr, sehr gern. Wir würden uns freuen. Du bist ja auch noch fast ein Jahr bei uns. Ja. Ne? Da lohnt sich das, wenn wir Fabiola dann nochmal einladen werden. Sie können sich jetzt freuen, denn einen Ratgeber, den können Sie gewinnen. 5 an der Zahl dürfen wir heute verlosen. Sie müssen nur Folgendes tun, eine wahnsinnig schwierige Frage beantworten und auf unserem Anrufbeantworter vor allem Ihre E-Mail-Adresse hinterlegen. Ansonsten ist natürlich der Ratgeber auch käuflich zu erwerben, aber wenn Sie ihn gewinnen wollen, jetzt für 50 Cent, die müssen Sie auch investieren. Mobil kann es auch etwas teurer werden. Und uns einfach mal sagen, Fabiola Giunco ist eine Influencerin oder eine Meisterin. Eine Meisterin ist sie auch irgendwie. Bedanke ich mich natürlich erst nochmal an unsere Gäste. Ein großes Dankeschön, dass ihr da wart. Gucken nochmal auf den Spruch des Tages vor dem Wochenende. Den Weg zur Gelassenheit finden nur die Selbstbewussten. Der Ernst Ferstl.